Weißt du, was mich wirklich begeistert? Wenn ich davon höre oder davon lese, was Gott weltweit tut. Ich finde das faszinierend. Sich damit zu beschäftigen, wie die Entwicklung der Christenheit auf der ganzen Welt ist. Zu erleben, wie Gottes Reich gebaut wird. Und wo unglaublich erstaunliche Dinge auf der ganzen Welt geschehen. Wir hier in Europa haben geistlich gesehen so das Schlusslicht. Ein wenig, ja. Wir sind so der dunkle Kontinent. Auf der ganzen Welt wächst das Reich Gottes, entwickelt sich die Christenheit unglaublich teilweise. Und hier in Europa, da passiert sehr wenig. Deshalb ist es gut, sich damit zu beschäftigen, was Gott weltweit tut. Und ich möchte in einigen Clips dich damit hineinnehmen und dir Informationen geben, denn ich halte es für unglaublich ermutigend. Weißt du, viele Christen beschäftigen sich gerade jetzt in dieser Situation, in der wir leben, mit dem Thema Endzeit. Und es gibt die erstaunlichsten Theorien und Vermutungen. Aber die Bibel ist ganz klar. Das eigentliche, letztliche, entscheidende Zeichen für die Endzeit finden wir in Matthäus 24. Da heißt es, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Der ganze Erdkreis wird die Predigt des Evangeliums erleben. Allen Nationen zum Zeugnis. Das heißt, jede Nation hat ein Zeugnis, ein wirkliches Zeugnis des Evangeliums. Und dann wird das Ende kommen. Das absolute Zeichen für die Endzeit ist die Verkündigung des Evangeliums auf der ganzen Welt. Wir befinden uns momentan in einer Zeit, wo das so nah ist, so greifbar ist, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und ich habe ein interessantes Zitat gefunden von jemand, der es wirklich wissen muss. Das ist Steve Douglas. Steve Douglas ist der internationale Direktor von Campus Crusade for Christ. Oder in Deutsch Campus für Christus. Campus für Christus ist eines der größten Missionswerke der Welt mit 29 großen Werken in verschiedenen Ländern und mit evangelistischen, missionarischen Initiativen in über 190 Ländern der Welt. Der Jesusfilm ist von Campus für Christus. Und dieser Steve Douglas hat in einer großen Konferenz vor evangelistischen Leitern eine interessante Aussage gemacht, Anfang dieses Jahres. Und er hat gesagt, der Missionsbefehl geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, kann bereits im kommenden Jahrzehnt vollendet werden. Kann bereits im kommenden Jahrzehnt vollendet werden. Er meint damit von 2010 bis 2020, diesen Zeitraum. Er ist jemand, der viele Informationen von dem bekommt, was weltweit geschieht, der Research darüber macht, der diese Informationen sammelt und der sagt, wenn das sich so weiterentwickelt, dann ist es möglich, dass in wenigen Jahren der Missionsbefehl Jesu erfüllt ist. Dass das geschehen ist, was hier in Matthäus 24 gestanden hat. Und interessant ist, dass bei dem Thema Bibelübersetzung es ganz ähnliche Aussagen gibt. Dort habe ich eine Aussage gefunden, wo jemand sagt, bis zum Jahre 2020 geht man davon aus, dass jeder Mensch auf der Welt in einer Sprache, die er spricht, die Bibel in schriftlicher Form, das Evangelium in schriftlicher Form vorliegen haben wird. Ist das nicht faszinierend? Es ist eine unglaubliche Dynamik in der Verbreitung des Evangeliums momentan. Und es wird immer mehr zunehmen, es wird immer schneller, es bekommt immer mehr Power. Momentan bekennen sich von den 6,7 Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt, etwa 2,3 Milliarden zum Christentum, also etwa ein Drittel. Wie viele davon wirkliche wiedergeborene Christen sind, die in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen, das weiß nur der Herr allein. Aber ich möchte dir noch ein paar Informationen weitergeben zur Ermutigung. Nur so einige Denkanstöße. Im Jahr 1800 hatten etwa 75% der Weltbevölkerung damals noch nie das Evangelium gehört. Heute sind es nur noch etwa um die 28%. Und diese Zahl wird sehr schnell kleiner. Oder zu Afrika.
Vor 110 Jahren, im Jahr 1900, gab es in Afrika nur etwa knapp 9 Millionen Christen überhaupt. Heute gibt es in Afrika mindestens 450 Millionen Christen. Das heißt, ein Wachstum in diesem Zeitraum von gut 100 Jahren um den Faktor 50. Ich finde das begeisternd. Man geht davon aus, dass sich in Afrika pro Tag auf dem ganzen Kontinent 20.000 Menschen für ein Leben in der Nachfolge Jesu entscheiden. Das Reich Gottes wächst in Afrika mit großer Dynamik. Noch interessanter ist es in Südamerika. In Südamerika gab es im Jahre 1900 nur etwa 50.000 Christen, die nicht katholisch waren, also protestantische Christen. Heute gibt es in Südamerika mindestens 140 Millionen Christen, die in den Bereich evangelikal, protestantisch, pfingstlerisch-charismatisch einzuordnen sind. 140 Millionen, das ist der Faktor 2800 in 110 Jahren. Welch eine Power, welch eine Dynamik, und es geht weiter. Und es gibt eine Organisation, die beschäftigt sich mit dem, was in Asien geschieht. Die macht Research, Access Asia. Und die sagen, in Asien bekehren sich pro Tag etwa 50.000 Menschen und kommen in ein Leben in der Nachfolge Jesu. Und das sind nicht Menschen, die hineingeboren werden, sondern das sind Menschen, die sich bekehren. Ich finde das faszinierend. Ich finde das begeisternd. Und ich möchte dich einladen, egal wo du bist und welche Möglichkeiten du hast, kling dich da ein. Unterstütz missionarische Aktivitäten. Unterstütz Menschen, die rausgehen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Gib das Wort selber weiter und sieh zu, dass das Reich Gottes gebaut wird, da wo du bist. Und ich glaube, Gott hat für Europa viel mehr, für Deutschland, Österreich und die Schweiz viel mehr. Und er hat für mich und für dich viel mehr.